Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute Frauenprodukte erraten und zwar keine geringeren als die von Chrissy. Hi, das sind nicht nur meine. Nutze nicht alle davon. Und Chrissy hat Frauenprodukte rausgesucht, sich eine Tüte genommen. Die ist gut gefüllt, glaube ich. Und ich werde erraten, was sie erraten kann. Ich bin gespannt, weil wir hatten so ein Video schon mal vor 3 Jahren gedreht. Ich bin gespannt, was davon hängen geblieben ist bei dir. Es sind aber auch ein paar neue Produkte dazu gekommen. Warte. Wir haben vor 3 Jahren schon mal gemacht. Sie teilweise auspacken. Okay. Das ist das erste Produkt. Bekomme ich 10 Euro pro erraten, richtig erraten Produkt. Ja, okay. Ja? Ja. Ich sag, du errätst 5. Oh, was? Nein, warte, Staub. 7. Der Augen aufmachen? Mhm. Das sieht aus wie ein Schnurrbart. Ja, das stinkt. Das riecht gerade angenehm. Und der Schnurr, der hält nicht so gut. Das ist das Produkt. Mhm. Ja, also irgendwas fürs Gesicht auf jeden Fall. Für Lippen, aber nein, das macht keinen Sinn. Pflaster ist es auch nicht. So was wie Lippenmasken, so, aber das sieht doch nicht so aus. Hält doch nicht. Ich hätte es am ehesten gesagt, irgendwas für die Lippen. Das ist das Produkt? Ja, das ist das Produkt. Egal, wo ich es hinmache, es hält nicht. An der Stirn hält es bei mir. Aber ich glaube, es ist nicht für die Stirn. Ja, es sieht am ehesten aus wie so für die Lippen, aber das macht keinen Sinn, weil es nicht, also es muss auch halten, wenn es eine Maske wäre. Ich bin am Arsch jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, was das ist für ein Ding. Ist das aber ein Stofffetzen? Für die Nase vielleicht, warte kurz. Ich sag, es ist fürs Gesicht. Fürs Gesicht ist richtig, das hier ist das Produkt. Ich hatte die sogar schon mal drauf. Für die Nase! Was? Ich glaube, du musst deine Nase davor anfeuchten. Ich war gar nicht so falsch hier, als ich das hier gemacht habe. Oha. Leute, so benutzt man das scheinbar richtig. Und auf die Stirn und Kinn. Oha! Die Stirn war doch nicht so falsch. Nein. Oha! Alter, ich bin richtig gut. Ich habe es zwar nicht richtig erraten, aber ich hab's richtig gedacht. Und wofür ist das? Das ist das geil. Was macht man damit? Mitesser entfernen, hast du gerade gesagt. Hä? Ich hab das nicht gesagt. Hast du gelesen? Errate gerne mal mit in die Kommentare oder sagt mir gerne, was ihr wusstet, was ihr nicht wusstet. Was ist Leo? Ich dachte gerade so, was ist das? Das ist das nächste Produkt. Also nicht lesen. Nein, soll ich fühlen lesen. Vielleicht erstmal? Schminke. So ein Lippenkonturstift vielleicht? Oder. Nee, man kann sich doch auch hier im Auge saugen. Wie heißt das hier? Wie heißt das? Eyeliner. Eyeliner. Genau, Eyeliner könnte das sein. Das könnte aber auch so ein Lippenkonturstift sein. Ich sag, es ist für Lippen. Ja. Na, ja? Oh, Du wolltest es gerade ändern. Ja, aber du hast recht. Ist das so zum Umranden? Ja. Oh mein Gott, Alter, ich bin der Profi. 10 Euro. Katsching. Jawohl, ich habe wieder Augen zu. Das ist das Produkt. Ich soll fühlen erstmal. Noch nicht Augen aufmachen. Heilige Scheiße, was ist das? Das fühlt ja wie Schleifpapier. Nicht auf. Was macht man denn damit? Ah, jo. Das ist unangenehm. Das sind so eine Art Nagelfeile vielleicht. Einfach so zum. Ich hasse dieses Gefühl, Mann. Das ist eklig. Das ist für die Nägel, oder? So zum Nägel. Lockst du deine Antwort ein? Ja, klar. Das ist. Was sag ich mir sonst? Das Gesicht einschleifen oder was? Ja. 4 in 1 Bufferpfeile. Buffer. Weißt du, wie die im Nagelstudio immer machen? Gib mal deine Hand. Oh. Alter, das ist unangenehm. Also bisher 20 Euro bin ich richtig gut dabei. Das ist das nächste Produkt. Ne? Ich muss nicht mal gucken und ich weiß, was das ist, weil das daran erinnere ich mich noch, dass wir das mal hatten. Was ist das? Ich weiß, dass das ist. Das war neu, ne? Weiß ich nicht. Du hast einfach rausgepackt, oder? Ja, perfekt. Ey, das ist nämlich eine Menstruationstasse. Die Dinger kenne ich noch, weil ich weiß, dass ich habe auch TikToks davon gesehen, wo Leute das nicht wussten, was es ist und so dran gerochen haben und so. Doch, irgendwer hat es so. Ja, so. Ich hab's schon richtig gut benannt, Mann. Das krieg ich so, das war meine 10 Euro dafür, oder? Und mittlerweile, ich kenne mich richtig gut aus. Vor 3 Jahren wusste ich das. Wie wusste ich das vor 3 Jahren? Weiß ich nicht mehr. Leo, willst du das Ding haben? Das ist bestimmt ein gutes Spielzeug für dich. Nein, gib ihm das nicht. Gib ihm das nicht. Sorry, kriegst du den Karton. Ich glaube, das errätst du. So gut. Oh Gott, hä? Ja, das ist ein Kamm oder so. Nein! Ich hab mich über den Kopf, man muss das so machen. Das nicht so ist, doll, hallo. Das ist dann gut für du meinst für die Kopfhaut oder so, richtig? Mhm. Ey, das sind so verschenkte 10 Euro von dir, weißt du eigentlich. Du hast mir das vor einer Woche gezeigt. Ja. Als ob ich das nicht mehr wüsste, was das ist. Bei dir weiß man nie. Ja, aber danke für die 10 Euro an der Stelle. Ich muss sagen, ich glaube, ich behalte das. Leo Duschert. Ey, bisher 4 von 5 Sachen habe ich richtig. Darf ich das ins Gesicht klatschen? Nein. Es ist die gleiche Formel vorhin bei dem Nasending. Guck mal, das ist so ein Ding, das ist auf jeden Fall eine Maske. Weil ich könnte mir auch diesen. Von der Form her am ehesten eine Lippe, allerdings ein bisschen überdimensional groß.
Ich würde mir das Ding nicht auf die Lippen machen, weil ich finde es richtig unangenehm. Aber ich glaube, es ist an sich eine Lippenmaske. Lippenmaske. Ja, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Manu. Weitere 10 Euro! Oder ich hole mir davon ein paar Red Bulls oder so. Auch sehr gut. Okay, Augen zu. Ja, Augen sind zu. Das ist es. Hand ausstrecken. Da kann ich mich daran schneiden. Fühlt sich irgendwie wie eine Schere an. Das ist eine Schere. Scheiße, nein, das ist keine Schere. Das ist eine Pinzette, aber in einer komischen Form. Locker, aber man kann sich damit die Nägel schneiden. Nee, kann man nicht. Hä, das ist keine Schere, das ist eher eine Pinzette. Oh mein Gott, ich hab's, glaube ich. Was? Ist für die Augenbrauen, oder? Ja, darf ich mal probieren? Nein, ich probier bei dir. Ich sag, das ist eine... Wie heißt das Ding? Warte ganz kurz, ich brauch kurz einen Namen dafür. Augenbrauenzupfer. Das war's schon? Das hier, mein Lieber, ist eine Nagelhautschere. Ja, nein, was? Doch, ist doch eine Schere, oh mein Gott. Übel und unpraktisch. Aua. Ups, das war du hast nicht so Nagelhaut gerade. Ja, ich kümmere mich um die... Aber bei mir, beim Nagelschuh steht hier manchmal so ein bisschen Haut ab und dann nimmt er das einfach so, macht so und ist da. Das sieht aus wie eine Pinzette. Das kann weitergehen in okay. Die nächste Runde für meine nächsten hoffentlich 10 Euro. Das ist es. Hey, was ist... Ach scheiße, das hast du schon mal benutzt. Ich habe gerade eine grobe Ahnung. Du hast letztens deine Pinsel sauber gemacht, aber das... Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob du das Ding benutzt hast. Hattest du nämlich so ein Schleuderding gehabt irgendwie? Und irgendwie sowas hier dafür. Ach, scheiße. Doch, ich dachte, es ist so ein Pinsel sauber machen. Ich habe keine Ahnung, was es sonst sein könnte, oder? Für die Haut? Für die Haut? So peelingmäßig einreiben oder so. Nein, ich sag, das ist zum Pinsel sauber machen. Ich kenne dich mittlerweile richtig gut. Ist richtig? Ja. Ist richtig, oder? Ja. Ich habe bisher erst zwei Sachen nicht erraten. Yeah. Fühlt sich an wie Unterwäsche von dir. Ah, ist sogar Unterwäsche von dir. Oder dass es wenigstens gewaschen ist. Guck nach. Ich kann es sogar benennen. Mhm. Es ist Periodenunterwäsche. Periodenpanty. Das waren die leicht verdientesten 10 Euro meines Lebens. Oh mein Gott, das, ey, Leute, ich rasiere hier heute richtig gut. Gib mir meine. Ich bin richtig, richtig gut dabei, oder? Ich kann dir die nächsten 10 Euro bestimmt super easy abziehen. Die letzte Sache, oder? Wir kommen jetzt zur allerletzten Sache und ich bin super gespannt. Ja. Was ist das? Das klebt übel. Und ich weiß auch, glaube ich, wofür das ist. Eine Wangenmaske, ja, oder? Ja, ist richtig. Ist falsch. Chrissy, ich bin zu lange mit dir zusammen, um das nicht zu kennen, glaube ich. Was ist das? Leute, dieses Etwas hier, was ich gerade in meinem Gesicht kleben habe, ist nicht für da, sondern für eine andere Körperstelle. Leute, das ist, wenn man, wie nennen sich die Dinger? Rat mal, wie heißen. Brustkleber. Ich auch keine Ahnung drauf. Brustpad. Mm-mm. Pad. Das sind Nippelcover. Nippelcover? Nippel. Sind im Sommer, sind die, glaube ich, praktisch, wenn man, keine Ahnung, wenn man so ein Klebe-BH oder sowas hat, kann man, nee, ja, keine Ahnung, um die Brust abzukleben. Jetzt probier das nicht zu oft, ich benutze ihn. Achso. Jetzt habe ich den ganzen Kleber weggemacht. Zwei Sachen nicht erraten, richtig? Ja. Sprich, Chrissy, du schuldest mir jetzt absolut 80 Euro. Dass es einmal Sushi ist. Nein, ich will die 80 Euro lieber haben. Leute, ich würde sagen, Chrissy, schuldest mir auf jeden Fall offiziell 80 Euro. Das war's dann schon auch mit diesem Video. Schreibt rein, was ihr erraten habt, was nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.